Seid gegrüßt. Ja, heute habe ich mal wieder was Leckeres für euch. Eine Knoblauchwurst. Die ist lecker. Schaut doch mal. Eine frische Knoblauchwurst. Einfach lecker. Ja, was brauche ich dafür? Hier habe ich Schulterfleisch mit Fett dran. Also ich habe jetzt nur reines Schulterfleisch genommen. Ihr könnt von mir aus auch Bauch und Schulterfleisch nehmen. Das ist euch überlassen. Dann habe ich hier eben meine Gewürze, mein Knoblauch, kommt hier mit rein. Und statt einen Darm, der hier schon gelocht ist, ich weiß nicht, ob man das so sieht, nehme ich jetzt einfach normale Folie, also Frischhaltefolie, die habe ich hier. Dazu brauche ich eben eine Nadel oder sowas hier, das ist ein Wurstpieker, ein Bändchen und eben ein Fleischwolf. Hier habe ich eine 3 mm Scheibe drin. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine 4 mm Scheibe nehmen oder 5 mm Scheibe. Das ist euch überlassen. Ich werde das Ganze jetzt hier erstmal würzen und dementsprechend dann durch den Fleischwolf lassen. Und wie das Ganze abläuft, das zeige ich euch jetzt. So, Fleisch in meine Schale getan. Hier habe ich eigentlich nur Salz drin, also Nitritpökelsalz, Pfeffer und etwas Piment gemahlen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einfach nur Salz nehmen. Kochsalz, Meersalz. Ihr müsst kein Nitritpökelsalz nehmen. Dann braucht ihr, wenn ihr Nitritpökelsalz nicht nehmt, braucht ihr auch sie nicht umrühren zu lassen. Ich habe das jetzt mal aus dem Grund gemacht, weil ich da gerne so eine Wurst draus machen möchte. Wer jetzt nur Kochsalz nehmen möchte, der braucht sie nicht umrühren zu lassen, der kann sie dann auch gleich essen, wenn er sie mag. Okay. Das ist jetzt mal eine andere Variation. Man muss ja nicht immer alles in den Darm füllen. Das hält zwar dementsprechend auch nicht ganz so lange. Man sollte diese Wurst, die ich hier herstelle, höchstens nach 3 Tagen aufgegessen haben. Aber ja, ist nicht so ein großer Aufstand. So, hier habe ich jetzt meinen Knoblauch. Der kommt natürlich zuerst durch. Rein hier in das Ganze. Fülle das hier kurz um. So. Und jetzt ab durch den Fleischwolf. So, durchgelassen und weiter geht's. Das Ganze jetzt schön mengen. Riecht auch schon schön nach Knoblauch. Wer es mag, ihr könnt auch gerne Zwiebeln nehmen oder Gemüsezwiebeln, rote Zwiebeln, wie auch immer. Vielleicht Gemüsezwiebeln, könnt ihr alles mal ausprobieren, wie jeder es mag. Aus dem Ganzen mache ich jetzt erstmal so eine kleine Wurst und weiter geht's. So, ich habe hier meine Folie ausgebreitet. Dazu kommen hier gleich meine Gegenstände, die ich brauche. So, und jetzt mache ich einfach das Brett, was ich habe, zu einer Wurst. Ja, Wurst hört sich komisch an. Einfach eben ein langgezogenes, rundes Brätstück.
nicht ganz so dick. So. Das Ganze kommt jetzt auf die Folie. Schön rollen. Das Ganze hier hinten. Da nehme ich hier meine Klammer. So. Und jetzt werde ich das Ganze eben so ein bisschen noch festziehen. Ein bisschen fester machen das Ganze. Und jetzt abdrehen. Und abbinden. So, ihr seht, hier habe ich eine schöne Wurst. Und damit die jetzt atmen kann, die Wurst. Kommen kleine Löcher rein. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach eine Nadel nehmen. So, und jetzt kommt sie für circa 12 bis 24 Stunden in meinem Badezimmer. Temperatur 18 bis 20 Grad, bei hoher Luftfeuchtigkeit 75%. Die Prozentzahl der Luftfeuchtigkeit muss nicht immer so sein, aber zumindest die Gradzahl. Okay, da lasse ich sie 12 bis 24 Stunden drin. Nach 12 Stunden schaue ich schon mal nach, ob sie umgerötet ist. Wenn ja, kommt sie dann gleich noch 6 Stunden in den Kühlschrank und bis dahin geht's weiter. So, meine Knoblauchwurst ist umgerötet, 24 Stunden. Danach habe ich sie dann in den Kühlschrank gelegt. Ja, jetzt will ich es auch mal anschneiden für euch. Na, sieht die nicht klasse aus? So schnell und einfach macht man meine Wurst. Ja, dann will ich es natürlich auch probieren. Geht über Studieren. Einfach lecker. Gibt nicht viel zu sagen. Wie gesagt, probiert's aus. So schnell habt ihr eine Wurst. Schmeckt lecker. Ihr müsst da kein Knoblauch nehmen. Nehmt Zwiebeln, Petersilie oder was ist hier auch immer. Einfach mal ausprobieren. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen. Ich sag ciao, euer Micha. Wiesel, Butze. Ciao.